Wer hat denn gerne kalte Füße? Kinopremiere in München im Matheser. So startet das neue VIPS-Jahr. Der Titel? Kalte Füße. Oder besser gesagt, kalte Füße. Er sollte doch morgen erst kommen, wenn jemand da ist, der sich kümmert. Bei mir steht heute, wenn Sie einmal hier unterschreiben würden. Na, wenigstens einer, der sich freut. Wo soll ich ihn hinstellen? Wie ist es bei Ihnen mit der Rechtschreibung? Weil hier der Titel, es muss ja eigentlich kalte Füße heißen. Ja, ich habe mich auch gefragt, also stimmt das? Ja, das stimmt, oder? Stimmt nicht, ne, eigentlich nicht, ne? Achso, wegen des Doppel-S. Ja, ich hatte auch schon, wir hatten auch ein paar Mal, wenn man das K vorne weglässt, das sind alte Füße, was auch immer. Aber ja, kalte Füße? Füße? Füße. Wie wird das geschrieben hier? Ja, das SZ macht sich nicht gut. Das ist nicht fotogen auf Plakaten. Ich habe sogar meine Tochter gefragt. Ich habe gesagt, habe ich irgendwas verpasst? Und sie meinte, da war sie sich auch nicht sicher. Ja. Stimmt, schreibt man hier eigentlich mit SZ? Ja. Nein, das ist ja auch bei diesen ganzen Tastaturen, es wird ja heutzutage, das ist ja eingedeutscht, Füße mit zwei S zu schreiben, mehr oder weniger, ne? Ja, also ich finde das beides absolut legitim. Ja, ich sage auch kalte Füße. Das ist ganz einfach, kalte Füße. Sag mal, weiß ich jetzt auch nicht, warum das so geschrieben wurde. I don't know. Ja, das stört mich nicht, obwohl ich pedantisch bin in solchen Dingen, da haben Sie recht. Also ich bin ja auch Germanistikstudent gewesen, nicht, aber ich würde sagen, das geht auch so. Es ist, ich glaube, ein Zugeständnis an die Schweiz, oder? Wo es kein scharfes S gibt. Ich bin's. Charlotte. Meine Enkelin. Der Frank, der hatte angerufen und erzählt, was passiert ist. Mama meinte, dass jemand von uns da sein sollte. Also, wir haben Sie ja auch eigentlich erst morgen erwartet. Erwartet? Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind, dann wären wir schneller fertig. Wie lange wird's denn dauern? Was genau? Also wie lange dauert es normalerweise, bis man sich in einem neuen Haus zurechtgefunden hat als Pflegekraft? Pflegekraft, ja. Examinierte Fachkraft für Altenpflege. So viel Zeit muss sein. Oh ja, natürlich, Entschuldigung. Also wir haben fast durchgängig nur gelacht. Das ging schon so weit, dass unser Regisseur uns schon ein paar Mal dann ermahnt hat, weil wir einfach zu lustig waren. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Vor allem Sonja und ich haben wirklich, ich glaube, wir haben einen Outtake, der geht 18 Minuten. Wie nennt man einen Rollstuhlfahrer im Kannibalendorf? Essen auf Rädern. Super, geht doch. So, gleich noch einen, ja? Boah! Bist du behindert? Warum sollte man den Film sehen? Weil er sehr lustig und amüsant ist. Weil er gut ist und Spaß macht. Wenn man viel lachen möchte, Spaß haben möchte, Action sehen möchte, dann sollte man in den Film gehen. Ich glaube, wenn man Lust hat auf eine schöne Komödie mit Schauspielern für Jung und Alt, Heiner Lauterbach und Emile Sakrayan, und möchte im neuen Jahr mal ein bisschen lachen, dann ist es der perfekte Film. Wer eine Message versenden will, sollte zur Post gehen, hat Billy Wilder schon gesagt. Ne? Der ist in erster Linie unterhaltsam und das ist, finde ich, auch das Wichtigste erstmal. Klar, wenn man da noch eine schöne Botschaft hat oder eine schöne Aussage hat, dann ist es schon auch schön beim Film. Ja. Weil euch eine wahnsinnig komische Komödie erwartet. Wirklich. Auch wenn ich das super monoton gesagt habe. Ich danke dir dafür, dass du mit uns diesen Film gemacht hast. Heiner Lauterbach. Vielen Dank. Der Einzige, der Heiner eigentlich den Platz um den beliebtesten Schauspieler ohne Text freilich gemacht hat, ist unser Film.